Diese Übungen versetzen den Reiter in die Lage, den Bewegungsablauf seines Pferdes zu erfühlen und seine Balance zu schulen. Um genügend Erfahrung zu bekommen, wird man mit seinem Pferd nicht unendlich viele Sprünge machen können. Dennoch gibt es Übungen, die das Pferd weder physisch noch psychisch belasten, aber dem Reiter die Gelegenheit geben, sein Auge zu schulen und das Anreiten von Sprüngen zu üben. Eine Übung, bei der es für den Reiter darum geht, Rhythmusgefühl zu entwickeln und sich mit der Größe der Galoppsprünge seines Pferdes zu beschäftigen. Bei der Wiederholung stimmen Distanzen und Rhythmus von 6 Galoppsprüngen. Beim energischen Vorwärtsreiten sind es sogar nur 4. Anders als auf gerader Linie ist es auf gebogener Linie leichter möglich, mal einen Galoppsprung mehr oder weniger zu reiten. Hat man doch die zusätzliche Möglichkeit, die Distanz durch die Anlage der gebogenen Linie zu verändern.